Ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Call of the Wild. Wir begeben uns hier gerade wieder in den Morgenstunden auf die Jagd nach den Rothirschen. Wir beginnen hier bei dem See. Wir werden dann genau hier oben weitermachen, weil hier gibt es ja auch welche. Hier gab es keine. Sonst wird schon was einfallen. Also wir werden uns ein bisschen aufteilen natürlich. Ich auch rundherum schauen, ob da geht oder schon einer. Was sollten die hier spawnen? Und hier im ersten ist einmal gar nichts. Ja. Aber wir geben nicht auf. Ab zum nächsten See. Ja, Australien begleitet uns jetzt schon ein paar Folgen. Und es wird uns auch noch ein paar Folgen weiter begleiten. Vielleicht so eine kleine Ankündigung habe ich. Nämlich der liebe Rangeber wird auch vielleicht ein paar Runden mal mitmachen. Natürlich werden wir da auf einer anderen Karte dann spielen. Ich denke nicht, dass wir hier auf Australien weitermachen. Weil die befangen wir ja nur, was ein Gastbesucher immer hier in Call of the Wild. Oh, ist er back? Wer ist hier? Auch hier kein Rothirsch, obwohl hier müsste, sollte. Hier müsste jetzt eigentlich auch, und ich hoffe, jetzt kommt einer. Was wird's hier? So, da können wir ein bisschen hin watscheln. Auch hier. Ja. Da rennen wir gegen einen Baum. Waren wir da. Ja, große Ziele gibt es hier natürlich schon. Ach, der Schweinshirsch, dann wieder Dammhirsch. Haben wir natürlich überlegt, man könnte sich jetzt ein Setup aufbauen in Neuseeland und dort grinden gehen. Ich habe überlegt, eventuell immer zu switchen. Vielleicht 2-3 Folgen in Neuseeland zu machen. Dort zu grinden. Also so eine Grind-Folge zu machen.
Dann wieder umswitchen und hier weitermachen. Aber schauen wir mal, was kommen wird. Wie gesagt, ich habe ja leider auch noch andere Projekte. Das heißt, Call of the Wild wird auf die Dauer dann auch verkürzt. Wir werden wahrscheinlich Sonntag, Fixtag Call of the Wild machen. Vielleicht eventuell auch einen zweiten Tag, aber ja, das steht jetzt noch offen. Call of the Wild geht eigentlich ziemlich gut momentan. Das heißt, das möchte ich dann nicht so außen vor lassen. So, hoffen wir mal, dass da jetzt noch was steht. Ja, ruhig auf der Flucht sein, ist mir eigentlich wurscht. Eine Weibchen, kann das sein? Ja. Was da fangen ist ideal. Hier auf jeden Fall nicht mehr. Oh, da oben steht auch. Oh, ist vielleicht dann nicht so schlecht. Für uns jetzt gesehen, weil das heißt, es ist ein Gebiet, da müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Zwecks des Ausquintens. Ja. Wir haben auch noch ein paar Rennen, ein paar Meter. Natürlich ist das Quint-Setup jetzt hier nicht optimalst aufgebaut, aber sollte reichen eigentlich für das hier. Ja. Ich hoffe halt, dass wirklich der nächste Great One. Weil bis jetzt sind immer Great Ones gekommen, die sie auf mehreren Maps einbauen konnten. Ich hoffe einfach ganz einfach, dass das nächste Map eine zweite afrikanische Map wird und auch auf der Savanne ein Great One kommt, weil, wie gesagt, I'm loving it. Savanne. Also ich war so überglücklich, wie diese Savanne gekommen ist. Seitdem ist halt die tote Hose. Will irgendwie nichts an. Rotisch? Warum kein Rotisch? Kommt noch irgendwas Schwaches raus? Ja, lassen wir auf jeden Fall stehen. Ihre.
Ja, nochmal. Dreier. Ist etwas überraschend hier. Okay, aber wir haben den ersten Rottisch. Der kam jetzt zwar sehr überraschend aus dem Nichts. Gott sei Dank, weil sonst die Folge war ja jetzt puh, sehr miserabel. Ich hoffe jetzt. Funktionieren. Ein paar Szenen halte ich ja noch hier zum Abwenden. So, schau mal und hoffen wir, dass da auch was steht. Okay. Sieben Uhr. Auch hier scheint noch keiner draußen zu stehen. Eigentlich unglaublich. Kann ja einfach nicht wahr sein, dass hier nichts kommt. Haben auch keinen Ruf zurück. Wieder eine traurige Folge. Eigentlich jetzt nicht schon beenden. Aber Überlänge möchte ich dann auch nicht in der Folge machen.
so drauf und dann verkackt voll. Wollen wir gar nicht suchen, denn der ist erlebt. So, jetzt noch nicht. Schon. Eieiei, meine lieben Leute, eieiei, sage ich nur, das ist eine traurige Folge für mich. So nicht gern gehabt hätte. Da haben wir einen Sprungfrei. Dann kommen wir vielleicht da zum Abschluss. Abschuss, besser gesagt. Wind geht zwar in diese Richtung, aber... Dreier. So, dann liegt einmal der Schweinshirsch. Uhr, schon langsam sollte hier auch jetzt einmal der Rothirsch kommen. Die Fahrt und auf die Saufe machen. Da stehen auf jeden Fall welche. Linken Seite sehe ich jetzt noch einen. Hier irgendwo stehen, aber hier nothing noch. Sind hier auch. Sehr stark. Jetzt doch noch ein bisschen was wegbekommen. Gold in Dunkel.
Sehr stark. Und dann haben wir da hinten noch einen Rotisch auch weg. Fünf war auch noch mit, den könnten wir eigentlich auch noch da hinten. Was hat das jetzt? Jetzt bin ich zu nervös. Die Folge nicht so erwartet geendet hat. Also nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal beenden. Vielleicht nochmal hierher. Wollte ich eigentlich nicht beenden, aber leider muss ich, glaube ich, so. Gut, da steht noch einer. Den holen wir uns auf jeden Fall noch. Mal schauen, ob da noch irgendwas steht. Wir bräuchten das auch nämlich von der anderen Seite. Auf jeden Fall zwei Männchen. Da noch ein Sieber spazieren. So. Super, wenn wir nicht beide kriegen jetzt mit dir. Deine bewegt sich gar nicht. Was liegen beide? Bitte check. Ach, da sind aber. War ja sogar. Der geht auch nicht runter. Aber den habe ich eigentlich gut getroffen. Meiner Meinung nach. Aber gut. Ja, am Ende kann man dann doch sehr zufrieden sein. Mit dieser Folge. Den einen werde ich noch nachsuchen in Darmhirschen. Da liegt auf jeden Fall. Ich glaube, den kriegt sie auch noch als Bonus. Bisschen verhunzt.
ärgert mich schon, dass es nicht so gut geklappt hat, wie ich einmal erwartet habe. Aber gut, wir haben es erst 8, wir haben noch 2 Stunden Zeit, Hälfte ist erledigt. Wir müssen noch schauen, dass wir noch ein paar gute lieber erwischen. Und schau, ob du eine Blutspur findest, bitte, Hund. So, Falco, wo ist der Dammhirsch? Rote Schwanrufe, aber das ist mir egal. Ein ganz schönes Stück noch gelaufen. Ah, davon liegt er. Gut. Schauen, was in der nächsten Folge passiert. Die war jetzt so lala. Das ist ein Bronze. Verabschieden wir uns, wenn ich okay, ein Schulterblatt getroffen habe. Bis dann, mach's gut und ciao, Papa.